Gesangsanalysen umsonst. Stellt euch vor, ich gehe ins Restaurant und bestelle mir das Essen, sag aber zum Kellner, ich würde es gerne essen, möchte aber nicht dafür zahlen. Oder ich gehe ins Kino, möchte Karten kaufen für Frozen und dann möchte ich einen Film sehen, allerdings umsonst. Oder ich gehe zu meinem Friseur und sage, kannst du mir mal bitte die Haare schneiden, kannst du mir mal bitte da irgendwie einen freshen Look machen, allerdings will ich dafür nicht zahlen. Meine Lieben, ich bekomme regelmäßig von euch Kommentare, ob ich denn mal eure Stimme analysiere, ob ich mal über euren Gesang rüber gucke. Ich bekomme immer ganz liebe Anfragen. Es ist nicht nur immer diese, hey, kannst du mal umsonst, sondern es sind wirklich immer ganz liebe, nette Mäuse, die immer nachfragen und wollen. Mädels und Jungs, ich sag's immer wieder und ganz häufig antworte ich euch auch immer in den Kommentaren. Also das ist ja eine Dienstleistung, die ich anbiete. Das ist ja etwas, was ich gelernt habe, was ich studiert habe, wo ich mich habe auch zertifizieren lassen. Und das hat ja auch alles eine Professionalität, die ich ja auch anbiete. Es ist ja alles eine Dienstleistung, die professionell ist, die qualitativ hochwertig ist. Und sowas gibt es eigentlich nicht umsonst. Und meine Produkte und der Gesangsunterricht sind ja etwas, wovon ich lebe. Das ist ja nicht etwas, was ich zum Spaß mache oder als Hobby mache. Das ist mein Brot, mein tägliches Brot. Damit leben mein Mann, meine Familie. Ich unterstütze meine Eltern, die Rentner sind. Also es ist halt nicht etwas, was, das ist nicht etwas, was ich aus Spaß mache, sondern das ist mein Beruf. Und ihr kennt das ja, man möchte ja auch nicht umsonst im Büro sitzen und dann irgendwie 3-4 Stunden umsonst arbeiten und die nicht bezahlt bekommen und keinen Urlaub dafür bekommen. Das macht von vorne nach hinten gar keinen Sinn. Ja, wenn ich die ganze Zeit sowas umsonst anbieten würde, dann würde ich ja nie zur Arbeit kommen, weil ich wäre ja dann nur damit beschäftigt, Gesangsanalysen zu analysieren. Da könnte ich ja gar nicht arbeiten, könnte ich eigentlich gar nichts machen, weil ich ja nur beschäftigt wäre, umsonst eine Dienstleistung zu geben. Und ehrlich gesagt möchte ich das nicht, weil, meine Lieben, ihr geht ja auch nicht zu einem Handwerker und sagt, dann kannst du mal bitte für mich die Tapete tapezieren, aber ich möchte dafür nichts zahlen. Und das ist eigentlich nicht okay. Und ich frag mich auch immer, woher das kommt, dass man immer das umsonst so anfragt, ne? Ich hätte mich das damals nicht getraut, sage ich jetzt mal, wo ich ein Teenager war. Ich wäre nie drauf gekommen, dass mein Gesanglehrer für mich jetzt nochmal eine Extrastunde gibt oder nochmal meine Sachen analysiert. Das hätte ich nie gemacht. Dafür habe ich es zu sehr geschätzt, was sie an Arbeit machen und dass sie auch renommiert waren, dass sie viel zu tun hatten, dass die Gesanglehrer teuer waren. Ich habe jede Minute auch mit denen genossen. Und ich würde das keinem anderen Freiberufler auch gönnen, weil es ist sehr schwer, als Freiberufler sein tägliches Brot zu machen und gerade, wenn das in so einem künstlerischen Bereich ist, weil man lebt ja davon, dass man Aufträge hat, man lebt ja davon, dass man Pakete verkauft oder dass man, ne, alles Mögliche, man ist als Freiberufler einfach ganz anders aufgestellt. Und ich biete ja auch genau extra aus dem Grund Pakete auch preiswert an. Es kostet ja wirklich nur 13,90 € oder 35 € kostet eine Gesangsanalyse. Und eigentlich habe ich davon nichts, weil ich sitze an so einer Analyse teilweise viel länger als eine einzige Gesangsstunde via Skype oder hier im Studio. Das heißt, ich sitze in so einer Analyse teilweise mehrere Stunden und die rentieren sich für mich nicht. Und eigentlich will ich die auch zukünftig abschaffen, weil da schon viel mehr Arbeit dahinter steckt als nur eine Gesangsstunde. Ja, die Frage ist natürlich, wie hochwertig ist dann so ein Produkt, wenn ich das umsonst anbiete? Und zwar eigentlich nicht so hochwertig. Meistens ist es qualitativ nicht so gut. Es sind häufig auch Anfänger oder Praktikanten oder irgendwie Leute, die gerade anfangen mit Gesangsunterricht, die bieten das dann für einen ganz, ganz niedrigen Preis an, weil sie noch nicht so weit sind mit ihrem Fachwissen und dann sagen, okay, ich biete es mal jetzt irgendwie, ne, für was weiß ich, 20 € an Gesangsunterricht. Das ist dann auch die Frage, wie ist dann die Qualität von sowas? Ja, wie gesagt, Thema eben umsonst Gesangsanalyse, kannst du mal drüber schauen und kannst du mal für mich gucken. Das finde ich auch eigentlich mir gegenüber nicht fair oder ich würde das keiner Person gegenüber fair finden, dass die umsonst irgendwo arbeitet, wenn die das gelernt und studiert hat und wenn die damit auch Miete zahlen muss und Strom, Gas, Wasser, Scheiße, ne? Dann ist das im Grunde genommen auch eigentlich nicht fair, dass man diese Person dann so, ne? Dass man sagt, komm, kannst du mal für mich arbeiten, kannst du mal drüber schauen, weil, ne, ich muss ja auch am Ende des Tages gucken, dass ich meine Miete zahlen kann und dass ich dann meine Familie unterstützen kann, dass ich Rente, ne, Krankenversicherung und wenn ich dann nur umsonst arbeite, dann macht es gar keinen Sinn, überhaupt zu arbeiten. Dann kann ich ja auch nur, ne, kann ich ja nur Gesangstipps geben und auf der Straße leben, ne? Also es ist natürlich Schmarrn.
Das erwähne ich immer ganz häufig auch in meiner Instagram-Story und bin mir da nie zu müde, dann auch mal ganz transparent zu sagen, dass ich auch eigentlich, wie gesagt, ne, keiner will umsonst arbeiten und das wäre auch dann nicht fair. Und ja, bestimmt gibt es mal in der Zukunft so Verlosungen oder Gewinnspiele, wenn der Kanal ein bisschen größer wird, dass man dann sagt, man verlost eine Gesangsstunde oder man verlost irgendwie Übungspakete oder sowas. Das können wir gerne auf jeden Fall mal machen, sowas beispielsweise, ne? Aber ich hoffe, ihr versteht jetzt auch so ein bisschen meinen Standpunkt und übrigens auch, was ich übrigens auch nochmal zum YouTube-Kanal sagen wollte, ich verdiene durch diesen YouTube-Kanal kein Geld. Also 90% dieser Videos sind demonetarisiert. Ganz häufig natürlich wegen aus musikrechtlichen Gründen. Dort wird ja immer Musik gespielt von Dritten. Dann natürlich auch, weil ich teilweise Sachen sage, die man einfach nicht monetarisieren kann. Zum Beispiel so stimmliche, anatomische Begriffe fallen dann schon mal total weg. Da habe ich auch Videos, die einfach so demonetarisiert werden. Da wird jedes Video auch überprüft bei mir, weil dort Begriffe fallen, mit denen, wo man auch einfach keine Werbung vorzeigen möchte. Das heißt, was ich hier an dem Kanal verdiene, ist einfach unterirdisch. Und natürlich sieht man ja auch an den Views, das ist ja kein, ne, der macht ja nicht 10.000 Views per Video. Und sieht man natürlich auch, dass da ich natürlich nichts dabei verdiene. Und deswegen auch immer diese Übungspakete auch anbiete. Ne? Ich würde mich wahnsinnig auf einen Daumen hoch freuen. Auf ein Abonnement, schaut doch nochmal rein. Auf Instagram, dort bin ich auch vertreten mit meinen Schülern hier in Singapur. Und meinen Instagram-Stories und Tipps und Tricks und Videos. Und ja, ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen meine Position. Es ist mir auch immer wichtig, transparent zu sein. Ich bin immer der Meinung, dass ich habe eine ganz große Wertschätzung vor jeder Person. Ob es jemand ist, der mir jetzt einmal die Tür aufhält. Ob es jetzt der Kellner ist. Ich habe früher gekellnert, an der Bar gearbeitet, in der Küche geputzt. Ich habe viele, viele Jobs gemacht, in der Eisdiele gearbeitet, in vielen Restaurants gearbeitet, im Brautkleidergeschäft gearbeitet. Also ich habe viele Jobs gemacht, die unterirdisch waren auch teilweise, wo ich gedacht habe, es ist mir, ne, im Hochzeitscatering und so nicht. Ich kann wirklich jede Person hier wertschätzen. Ne? Und das kommt alles nicht von heute auf morgen. Und diese Wertschätzung einer dritten Person, das ist schon wichtig, ne, wenn jemand kommt. Und ich gebe den Leuten auch immer einen extra Tipp, weil ich weiß, es ist nicht einfach heutzutage. Und gerade wenn man natürlich als Freiberufler unterwegs ist, viele Freiberufler müssen nebenbei noch kellnern und müssen nebenbei noch einen zweiten, dritten Job machen. Und ich würde da, wie gesagt, nie umsonst nach irgendwas fragen, wenn ich eigentlich weiß, dass diese Person auch, ne, ja, davon auch eigentlich lebt, dass ich sie jetzt auch zahle. Ne? So, peace out, alles gesagt und wir sehen uns in meinem nächsten Video.